Wir haben jetzt noch exakt 14 Minuten für die Schlussrunde. Damit darf ich gleich bei Ihnen bleiben. Wenn Sie es am 22. April nicht schaffen sollten in den Salzburger Landtag mit der Salzburger Bürgergemeinschaft, wie sieht es dann mit Ihnen aus? Ist auch ein politischer Wechsel noch einmal denkbar? Sie kommen ja von der ÖVP, sind dann zum Team Stronach gewechselt. Ist ein weiterer Wechsel in der Politik für Sie denkbar? Nein, den schließe ich kategorisch aus. Ich glaube, ich habe den Menschen bewiesen, was es heißt, anzupacken, was es heißt, zu arbeiten, was es heißt, wirklich den Bürger als Kunden zu sehen, dem man zu dienen hat. Das ist die Aufgabe eines Politikers. Und das habe ich sowohl als Bürgermeister wie auch als Landesrat gemacht. Und wenn das jetzt nicht klappt, was keiner von uns glaubt, weil wir auf der Straße bei den Menschen, bei den tausenden Menschen, die wir jetzt getroffen haben, komplett eine andere Botschaft erhalten, dann wird es von meiner Seite her keinen Wechsel zu einer anderen Partei geben. Danke. Herr Schellhorn, Sie wollen mitregieren in Salzburg. Sie haben einmal gesagt, Wirtschaft würde Sie interessieren, Tourismus, diese Ressorts. Sie haben aber auch gefordert, dass die Salzburger Landesregierung von 7 Mitgliedern auf 3 verkleinert werden soll. Wenn Sie mitregieren, ist es möglicherweise in der Variante einer Dreierkoalition. Ist denn dann diese Verkleinerung der Landesregierung noch realistisch? Selbstverständlich ist es realistisch. Also mir wurde seit meines Lebens, glaube ich, seit 30 Jahren immer wieder erklärt, was alles nicht geht. Natürlich geht es. Wir sollten ein positives Beispiel auch sein als Modell für die Salzburgerinnen und Salzburger, dass man hier verkleinern kann. Das war damals der Wunsch beim letzten Wahlkampf von Herrn Landeshauptmann Haslauer, dass er sie verkleinern will. Ich glaube, dass es Sinn und Zweck ist, Vorbild zu sein, indem dass wir es einfach anerkennen, wir müssen nicht nur bei der Parteienförderung, diese müssen wir halbieren, weil das, ich empfinde es genauso wie viele Bürgerinnen und Bürger, einfach diesen Schilderwald auch einen Wahnsinn, was knapp vor so Landtagswahlen passiert. Aber gleichzeitig muss ich aber auch sagen, es geht doch in der nächsten Zeit auch darum, dass wir Vorbild sind, dahingehend, wie wir dieses Land regieren. Und noch einmal, das betone nochmal, der Landeshauptmann Haslauer ist gesetzt. Jetzt geht es bei den Salzburgerinnen und Salzburger darum, wollen sie es mit einer FPÖ, mit ihren braunen Flecken, oder wollen sie es eventuell mit einer Systempartei, die mittlerweile etablierte Systempartei ist, den Grünen, oder wollen sie es mit uns als Steuermann für die Zukunft? Und um das geht's. Herr Dr. Schnell, beunruhigt Sie der Gedanke an den 22. April, speziell wenn Sie an Ihr Abschneiden bei der Nationalratswahl denken, da haben Sie, glaube ich, 0,7% erreicht? Nein, überhaupt nicht. Das war ein Versuch, eine alternative Politik einzuführen. Nur, wenn ich am 22. in den Landtag einziehe, dann wird es mit mir einen Anwalt vor allem für die älteren Menschen geben, die immer wieder im Stich gelassen werden von der Politik. Es wird einen Anwalt geben für die Tiere, gegen die Lebendtiertransporte über tausende Kilometer, was hier passiert. Es wird einen Anwalt geben für die Sicherheit, über die leider überhaupt nicht diskutiert wird. Leider. Und es wird einen Anwalt geben für den Erhalt eines guten Gesundheitswesens. Das ist wichtig, denn Gesundheit ist nicht alles. Wenn man mal krank ist, weiß man, dass das Leben sehr, sehr eingeschränkt ist und plötzlich sich ganz anders darstellt. Und das, da werde ich mich bemühen. Wenn nicht, dann habe ich einen wunderbaren Beruf und ich habe eine noch wunderbarere Familie. Also ich bin nicht abhängig von der Politik, aber ich werde gern mein kämpferisches Herz für die Bevölkerung in Salzburg zur Verfügung stellen, auch mein Wissen und auch meine Erfahrung. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das am 22. auch gelingen wird. Die Umfragen, wo die herkommen, weiß ich nicht, werden schon irgendwelche parteipolitischen Gremien werden die schon entstehen, aber an die glaube ich überhaupt nicht. Vielen Dank. Frau Swarczyk, auch Sie wollen mitregieren in Salzburg, in der Variante Schwarz-Blau stand immer im Raum. Sollte es nichts werden mit einem Regierungsamt, übersiedeln Sie dann aus Wien zurück nach Salzburg, werden Klubobfrau im Landtag und bleiben in Salzburg oder ziehen Sie den Nationalrat vor? Ich habe immer gesagt, mein Ziel ist Salzburg, deswegen habe ich auch die Salzburger FPÖ übernommen. Und ja, natürlich, ich werde nach dem 22. April auch wieder zurück nach Salzburg gehen. Bei der Nationalratswahl haben viele gesagt, wir wollen dich nur, wenn du wieder zurückkommst nach Salzburg. Und diesen Wunsch, den nehme ich ernst und das werde ich natürlich auch machen, weil ich bin da geboren, ich bin da aufgewachsen und ich will einfach auch da bleiben. Wir werden uns sicher nicht um jeden Preis an die Regierung verkaufen, wir werden uns auch nicht anbiedern, Herr Landeshauptmann. Wir wollen ein Partner auf Augenhöhe sein. Und ich bin halb so alt wie alle Spitzenkandidaten, die sich zu dieser Wahl stellen. Ich glaube, ich habe einfach auch ein bisschen ein anderes
anderes Politikverständnis. Mir geht es nicht um Politik für morgen, für übermorgen, sondern für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, weil alles, was ich jetzt mitbeschließe oder alles, was ich mitverändern kann, das wird mich treffen, weil ich noch so jung bin, dass ich alle Phasen meines Lebens, sage ich jetzt einmal, noch vor mir habe. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man Politik für die nächsten Generationen auch macht. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, ich glaube, dass wir der Motor der Veränderung sind. Wir haben es in Oberösterreich gesehen, mit Schwarz-Blau geht auf einmal was weiter, im Burgenland ein bisschen eine andere Koalition, mit Rot-Blau geht was weiter, auf Bundesebene geht was weiter. Die ÖVP ist seit Jahrzehnten in der Regierung, sowohl auf Landesebenen als auch auf Bundesebene, aber erst mit der FPÖ wären die Dinge möglich. Und ich glaube, dem Herrn Landeshauptmann würde ein bisschen ein junger Schwung auch nicht schlecht tun. Frau Dr. Rössler, sehen Sie den Wahlsonntag in einer Woche als Ihren persönlichen Schicksalstag oder heißt es, mitregieren um jeden Preis? Der nächste Sonntag wird ganz sicher eine wichtige Entscheidung. Ich würde sagen, die Richtungsentscheidung für das Land Salzburg, ob Schwarz-Blau kommt oder ob es wieder eine grüne Regierungsbeteiligung gibt. Eine grüne Beteiligung. Wir stehen für den Umweltschutz, wir stehen für lebendige Ortskerne, wir stehen für ein gutes Miteinander. Das ist uns ganz wichtig. Und für diese Themen, die wir präsentiert haben, für die stehen wir. Und ich glaube, das verdient sich auch Vertrauen. Wir sind ein sehr starkes Team, wir sind ein erfahrenes Team. Wir haben jetzt in den letzten 5 Jahren ein breites Programm vorangebracht, sehr viel Innovation. Wir waren die Mutigen für eine Raumordnung, für eine neue Raumordnung. Wir waren mutig auch in anderen Bereichen und da wünsche ich mir, dass es auch belohnt wird. Mitregieren um jeden Preis, nochmal ganz kurz. Mitregieren mit einem guten Programm. Herr Steidl, Stichwort mitregieren. Auch die SPÖ will weg von den Oppositionsbänken und wieder mitregieren. Sie haben vor 5 Jahren die Partei, die Salzburger SPÖ, in einer schwarzen Stunde übernommen. Wenn es nichts werden sollte mit dem Mitregieren, stehen Sie dann weitere 5 Jahre zur Verfügung an der Spitze der SPÖ oder bereiten Sie dann die Übergabe an die nächste Generation vor? Ja, ich glaube, das Morgenrot ist auch in Salzburg gut sichtbar und zu sehen. Ich möchte auch gleich voranstellen, ich bin der Meinung, dass die stärkste Regierungspartei, die aus dieser Wahl hervorgeht, auch den Regierungsanspruch für sich in Anspruch nehmen soll und eine Regierung bilden soll. Ich bin der Meinung, man soll das gut beobachten und ich warne daher auch vor schwarz-blauen Abenteuern mit ungewissem Ausgang. Ich biete mit meiner Partei Verlässlichkeit und Handschlagqualität an und ich werde auch weiterhin die Inhalte und auch das Personelle in der SPÖ Salzburg in der Zukunft formen. Sie bleiben auf jeden Fall 5 weitere Jahre? Ich bleibe auf alle Fälle, ja. Herr Dr. Haslauer, Sie haben vor kurzem einmal gesagt, die wirklich spannende Zeit kommt eigentlich für mich erst nach der Wahl. Sie waren jetzt in einer Dreierkoalition lange Zeit. Schließen Sie für die Zukunft eine Dreierkoalition aus oder würden Sie sie tatsächlich noch einmal eingehen? Alles ist möglich. Die Zeiten werden neu geschrieben. Am kommenden Sonntag geht es aus meiner Sicht eigentlich nicht so sehr darum, wer Zweiter, Dritter oder Vierter wird, sondern wer die bestimmende und gestaltende Kraft in Salzburg ist. Es geht auch darum, dafür stehe ich, dass eine neue Kultur in der Politik fortgeschrieben wird. Ich stehe für Zusammenarbeit, für Einbindung und nicht für Streit, Ausgrenzung und Polarisierung. Und das ist meine Einladung. Für den Sonntag gehen Sie mit mir einen Stück Weg gemeinsam auf Fundament von Sicherheit, Stabilität und Verlässlichkeit in eine gemeinsame gute Zukunft für Salzburg. Fast alle in dieser Runde wollen mitregieren. Gibt es von Ihrer Seite irgendwelche Präferenzen? Es hängt sehr vom Wahlergebnis ab, wie die Stärkeverhältnisse sind, was sich ausgeht. Es hängt von den Persönlichkeiten ab. Wer ist dabei? Wer ist noch dabei? Wer wird für ein Regierungsamt nominiert? Es geht um Sachthemen. All diese Fragen können wir erst nach der Wahl beantworten. Ich sage noch mal, mein Ziel ist eine handlungsfähige, gute Regierung, die eine politische Kultur lebt, die sich Salzburg verdient hat. Es gibt in der ÖVP-Basis viele, die sagen, mit den Grünen wollen wir oder wollen wir nicht mehr. Was sagen Sie diesen Parteifreunden nach der Wahl, wenn es dann tatsächlich um Koalitionen geht, um Koalitionsverhandlungen geht? Es gibt viele, die sagen, nicht mehr mit den Grünen. Es gibt viele, die sagen, ja, nicht mit den Blauen. Und es gibt auch viele, die sagen, macht's mir ja, keine große Koalition mehr. Vertrauen Sie mir, ich werde mit meinen Freunden gemeinsam in guten Gesprächen nach der Wahl die richtige Entscheidung und richtige Lösung finden werden, sofern wir die stärkste Kraft werden.
Und wir werden natürlich mit allen im Landtag vertretenen Parteien Gespräche führen, aufnehmen in einer ersten Phase und dann für uns entscheiden, mit wem wir in engere Verhandlungen eintreten. Sie werden in wenigen Wochen 62 Jahre alt, Anfang Mai. Werden Sie die gesamten kommenden 5 Jahre bleiben oder haben Sie einen anderen Plan B? Ich habe keinen Plan B. Ich kann natürlich die Zukunft nicht vorhersehen, ob ich gesundheitlich in der Lage bin, das weiß niemand, ob er einen Unfall hat oder Ähnliches, das ist klar. Aber ich bin voller Tatendrang, voller Energie. Es macht mir diese Arbeit des Landeshauptmanns große Freude. Es ist eine große Herausforderung. Aber man kann viel bewegen und es ist eine große Auszeichnung für dieses Land, als Landeshauptmann tätig zu werden. Daher habe ich nicht vor 5 Jahren abzutreten.